Ostern bedeutet für uns Frühjahrsputz für Haus und Seele. Und für uns Kinder kommt der Osterhase. Ostern bedeutet für mich, dass wir das Geheimnis unseres Glaubens feiern, dass Gottes Liebe zu uns über den Tod hinausgeht und dass Jesus lebt, dass er unter uns sein kann. Diese Botschaft gibt uns Menschen Kraft, Zuversicht und Hoffnung. Hallo, ich bin Gutze vom BDKJ Zeltlager und Ostern bedeutet für mich zusammenkommen, weil man sonst selten die Gelegenheit hat, dass die ganze Familie zusammenkommt. Und auch jetzt in dieser schweren Corona-Krisenzeit kriegen wir es bestimmt hin, Videotelefonate oder WhatsApp-Chat zu führen. Schöne Grüße von mir. Ostern bedeutet für mich Auferstehung und Verkündigung. Ostern ganz besonders für uns Frauen, da Jesus einer Frau, Maria Magdalena, zuerst erschienen ist und ihr den Auftrag gegeben hat, seine Auferstehung zu verkünden. Ostern bedeutet für mich Aufbruch in Hoffnung. Wir stehen mit der gesamten Menschheit vor einem der größten Aufbrüche der letzten Jahrzehnte. Ostern bedeutet für mich Licht in der Dunkelheit und die Gewissheit, dass der Tod nur ein kurzer Schlaf ist. Ostern bedeutet für mich, wenn ich Hoffnung bekomme und neue Kraft für die Schule, damit ich bessere Noten schreibe, zuversichtlicher bin. Ostern bedeutet für mich der Höhepunkt im Kirchenjahr. Die sechswöchige Fastenzeit voller Erwartung des Kommenden, die Ereignisse des Gründonnerstages und die bedrückende Trauer am Ende des Karfreitags lösen sich auf im Moment des Entzündens der Osterkerze und münden im glanzvollen Gloria der Ostermesse. Die Hoffnung auf ein Licht am Morgen des Ostertages hat sich erfüllt. Ostern ist für mich Freude. Vorfreude. Vorfreude auf ein Wiedersehen nach dem Tod. Ostern bedeutet für mich eine große Freude. Freude darüber, dass das Leben Sieger bleibt und nicht der Tod. Und zu dieser großen Freude gesellt sich auch eine große Hoffnung. Hoffnung für ein Leben in dieser Zeit der Katastrophe. Ostern bedeutet für mich große Freude und große Hoffnung. Ostern bedeutet für mich, dass Jesus als Mensch gestorben ist, als Christus wieder auferstanden ist und nicht nur damit der Kirche ihren Namen gegeben hat, sondern einen neuen Bund über den Heiligen Geist und den Schöpfer geschlossen hat. Ostern bedeutet für mich, Jesus, das Licht der Welt, ist auferstanden. Er ist mein Leuchtturm und mein Licht im Dunkeln und an hellen Tagen. Ostern bedeutet für mich, in diesem Jahr eine ganz neue Erfahrung zu machen. Losgelöst von Stress und Hektik, wie es in den vergangenen Jahren bei dem Vorbereiten fürs Osterfrühstück für die Gemeinde schon war, wird mir verstärkt bewusst, nach Leiden und Tod
ist da Leben, Auferstehung und Freude. Ostern bedeutet für mich Hoffnung auf neues Leben. Es bedeutet für mich Licht, Kraft und Freude. Ostern bedeutet für mich, dass selbst in der verzweifelsten Hoffnungslosigkeit Gottes Liebe Licht in die Dunkelheit des Todes gebracht hat, dass wir alle, tot oder lebendig, bei Gott Zukunft haben. Ostern bedeutet für mich ein Fest für das Leben. Ostern bedeutet für mich Auferstehung und Neuanfang. Ostern bedeutet für mich eine tiefe Gewissheit und Freude darauf, meine Lieben, die verstorben sind, wiederzusehen und die Hoffnung, dass sich der Friede der Welt verbreitet. Ostern bedeutet nicht nur Ostern, sondern die Osterzeit. Und das bedeutet für mich Ende, Sammlung, Auferstehung, Gemeinschaft. Ostern bedeutet für mich, die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, die Zeit zu genießen, füreinander da zu sein und dass wir uns mit der Geschichte Jesu am Kreuze und der Auferstehung beschäftigen. Ostern bedeutet für mich Aufbruch und Neubeginn. Ostern bedeutet für mich, die Feier von Jesu Auferstehung im Kreise von Kirche und Familie zu begehen. Mal in Polen und mal in Deutschland. Das Fest kann ich an jedem Ort feiern. Wesołe Świąt, frohe Ostern. Ostern bedeutet für uns ein gemeinsamer Besuch des Gottesdienstes und ein schönes Zusammenkommen in der Familie. Beides ist in diesem Jahr leider nicht möglich. Dennoch wissen wir, auch in diesem Jahr sind wir miteinander verbunden. Verbunden im Glauben und im Gebet. Und so wünschen wir Ihnen und Euch schöne und frohe Ostern.